Schönen Abend, meine Damen und Herren. Wir dürfen Sie zurückbegrüßen zu The Desk Volume 2. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, die ehemalige Abgeordnete und, wenn ich das so sagen darf, die immer noch wilde Martha Wissmann. Hallo Martha. Hallo, schönen Abend, danke für die Einladung. Gerne, wie geht's dir? Sehr gut. Schön. Wir fangen üblicherweise mit Kurzfragen an. Mhm. Entweder Ja oder Nein antworten oder einen ganz kurzen Satz. Okay. Passt? Dann beginnen wir mal gleich. Da das Vermummungsgesetz jetzt aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr wirklich relevant ist, nächster Parlamentsauftritt mit Burka, ja oder nein? Nein. Politisches Vorbild? Jacinda Ardern. Okay. Okay. Nächstes Insta-Urlaubsvideo, Ibiza oder Vegas? Attersee. Okay. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Mindestens im Parlament, aber eher in einem Ministerium. Mhm. Okay. Zwischenfrage, wo? Welches Ministerium? Integration oder Umwelt. Okay. Elektroauto oder Fahrrad? Beides. Und Elektroroller. Okay, cool. Lieblingsfach in der Schule? Mathematik. Okay. Gut, das war's mit den Kurzfragen. Genau, da würde ich dann gleich mal mit den Fragen da anfangen. Wir haben da jetzt über diesen Burka-Auftritt geredet und man kennt ja deinen mutigen Auftritt im Parlament. So, genau, man kennt dich ja eigentlich ja von deinem mutigen Auftritt im Parlament mit dem Kopftuch, was ja für viele ein unvergesslicher Moment ist in der österreichischen Politikgeschichte. An sich ist ja dieses Thema oder die Debatte ja kein fremdes Thema für uns. Nur wenn es um dieses Thema geht, wird da das Ganze eher dysphemistisch adressiert. Und mich würde interessieren, wie kam es zu dem? Was waren deine Beweggründe? Was ging dir einfach zu der Zeit durch den Kopf? Meine Beweggründe waren persönliche Betroffenheit über das, was Frauen, Hijabis, Frauen mit Kopftuch, täglich in Österreich im 21. Jahrhundert erleben müssen an Diskriminierung und Alltagsrassismus, der bis zu Gewalt geht, also Beleidigungen, Beschimpfungen, Bespuckungen, solche Gesten und oder solche in der U-Bahn und in der Straßenbahn. Und davon wusste ich ehrlich gesagt vorher nichts. Das war mir neu. Und wie bin ich dazu gekommen, dass ich diese Informationen bekommen habe? Ich habe ein paar Monate vor der Kopftuchrede schon eine erste solidarische Rede mit der Gastarbeiter-Community in Österreich gehalten, mit der Ali-Puppe. Das war so ein bisschen mein Einstieg in diese Thematik. Und das kam über einen persönlichen Kontakt und ein Austro-Türke, der mich da eingeführt hat in diese Thematik, und das war schon das war so eine erste Solidaritätswelle, und ich habe da über diese ich habe viel Neues auch erfahren dürfen damals bei der Ali-Rede im Zusammenhang mit Gastarbeitern, also deren Schicksal, wie ihre Lebensrealität war, als sie hierher kamen und auf engstem Raum lebten, ihre Gesundheit ruinierten, ihr Leben lang ihre Gesundheit aufopferten, damit ihre Kinder hier ein besseres Leben haben. So, und dann habe ich, das hat schon so einen gewissen, also viel Reaktion, viel positive Reaktion habe ich da bekommen über diese Geste der Solidarität, weil das anscheinend auch noch niemand vorher gemacht hat im Parlament. Und dann habe ich mir dann später gedacht, ein paar Monate später gedacht, jetzt würde ich gerne was für die Frauen tun, weil Ali war ein Mann-Figur, also ein typischer Gastarbeiter, der Ali heißt. Und dann habe ich mich mit den speziellen Fragestellungen und Problemen der muslimischen Frauen auseinandergesetzt und viele Frauen getroffen, kennengelernt und bin dann ganz schnell beim Kopftuch gewesen, vom Thema her, weil das wirklich also ganz, weil sich das verschlimmert hat, die Problematik durch die Islamophobie, die zunehmende. Und dann hatte ich einfach die Idee, ich setze mir als Zeichen der Solidarität dieses Kopftuch auf. Wenn du sagst, eigene Betroffenheit, du selber trägst ja kein Kopftuch. Also ist Nein, es ich dann bin ja nicht einmal Muslima. Ja. Ist es dann mehr Empathie oder? Das ist Empathie. Und das ist, also ich habe wirklich diese Betroffenheit gespürt und dann Wut. Mhm. So ein Mischgefühl aus Wut und Schock
Und das habe ich dann umgewandelt in Mut. Und das war aber notwendig auch für diese Rede. Und es war so, ich bin im Parlament gesessen, irgendwann bei einer Sitzung, ich glaube die eine davor, bevor ich das gemacht habe, und habe mich umgeschaut und habe mir gedacht, so, jetzt haben wir in Österreich 700.000 Muslime, davon einmal die Hälfte Frauen, sind 350.000, davon schätze ich mal, tragen vielleicht 150.000 auch Kopftuch, vielleicht 200.000. Auf jeden Fall bei 8 Millionen Österreichern sind 200.000, 150.000, die ein Kopftuch tragen. Das ist eine gute Prozentzahl. Ja? Mhm. Können wir das schon ausrechnen? Also bei 8 Millionen sind 800.000 10%, 5% sind 400.000 und 2,5% sind 200.000. Okay, also 2% müssten eigentlich von 183 Abgeordneten Kopftuchträgerinnen sein. Das heißt, mindestens eine Frau sollte das sein. Okay. Es gab im ganzen Parlament, als ich Abgeordnete war, heute auch nicht, keine Frau, die Kopftuch trägt und auch keine gläubige Muslime. Mhm. Also wer soll das machen? Ja? Sie können nicht für sich selbst sprechen. Und wenn im Parlament, und wenn an dem Tag, wo ich das gemacht habe, wurde ja das Verbot beschlossen für Kinder bis 10 Jahre in Schulen, das Kopftuchverbot, das ja stufenweise ausgeweitet werden soll. Es hat ja ein Jahr davor begonnen mit einer Abstimmung, also mit einer Gesetzesänderung. Verbot im Kindergarten, dann Verbot bis 10 Jahre, dann jetzt wird diskutiert bis 14 Jahre und das geht dann aber so weiter. Und irgendwann einmal geht es dann um Lehrerinnen und dann irgendwann einmal vielleicht ist es im öffentlichen Raum überhaupt verboten. Also das ist ja so ein schrittweises so Desensibilisierung, ja, und so eine Kampagne, ja. Und das war dann für mich einfach klar, dass ich das machen möchte. Ja. Ich möchte einfach dann in dem Moment die Einzige sein, die halt Stimme ergreift oder für diese betroffenen Frauen. Wenn du sagst, 2,5% sollten im Parlament ein Kopftuch tragen oder es sollten Damen drinnen sein, die jene Gesellschaft vertritt, wie würde das ankommen, glaubst du, in der großen Bevölkerung? Es wird sicher starke Reaktionen hervorrufen, fix. Es wird sicher so ein Proteststurm von rechter Seite natürlich kommen, also von rechts angeheizt. Dieser inszenierte Kulturkampf, okay, über den wir immer sprechen, ja. Jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt wirklich die Islamisierung des Abendlandes zu greifen. Und bald ist das verboten und bald dürfen wir keinen Alkohol mehr trinken und bald müssen sich alle verhüllen und so. Also das wird sicher kommen und die Scharia wird eingeführt in 10 Jahren oder so. Also das wird bestimmt kommen, aber ich glaube, das wird dann auch wird irgendwie abebben und es wird auch viel positive Reaktionen geben und dann wird diese Frau einfach ihre Arbeit machen als Abgeordnete und wird eine gute Performance liefern und irgendwann einmal hat man sich alle dran gewöhnt und das ist einfach normal. Und irgendwann einmal wird es auch eine schwarze Abgeordnete oder einen schwarzen Abgeordneten geben. Hoffentlich früher als später. Hoffentlich früher als später, ja. Das Parlament muss im Sinne des Erfinders muss die Bevölkerung repräsentieren. Mhm. Das tut es im Moment überhaupt nicht. Was gab es da für Reaktionen von den Kollegen nach der Rede? Waren die eher positiv, negativ? Ist da irgendeine Kritik gekommen oder vielleicht kam irgendwer und hat dich gelobt? Ja, also erwartungsgemäß war von der Seite der SPÖ-Abgeordneten da viel Respekt und positives Feedback. Von der FPÖ war es aber interessant, war während der Rede, gab es Gemaule und so Zwischenrufe, ja, das sieht man auch zum Teil im Video. Ja. So, ja, im Iran, tragen sie es weiter hinten und so ein bisschen gehässig auch und so, wie man sie halt kennt. Aber hinter den Kulissen habe ich dann auch von FPÖ-Abgeordneten so respektvolle Bekundungen gekriegt, so ja, so das war schon gut inszeniert und boah, starker Auftritt und so und mutig und wirklich? So. Also ja. Okay. Dürfen es natürlich nicht öffentlich sagen, aber ja. Das ist mir übrigens mit FPÖlern mehr schon davor auch passiert. Nach einer Rede, das war so eine ausholende, visionäre, philosophische Rede, wo ich über Anstand in der Politik geredet habe. Und da kommt eine FPÖ-Abgeordnete zu mir, die ist eigentlich bekannt als Hardlinerin. Ganz eine scharfe. Und also so ganz eine harte. Mhm. Hart und wirklich sehr rechts. Ja. Und dann sagt sie mir im Plenarsaal, also flüstert sie mir ins Ohr: Ja, ich bin ganz beeindruckt von deiner Rede. Mich beeindruckt das sowieso immer, wenn Menschen so
gut sind und was Gutes meinen und die Welt verbessern wollen. War das authentisch oder gekünstelt? Es war von ihr authentisch, aber was bei ihr gekünstelt, also ich, naja, sie musste es ja nicht machen. Ja. Was hat sie davon, sie persönlich, stimmt, jetzt als Politikerin, wenn sie mir das dann zuflüstert nach einer Rede? Nichts, es war ehrlich gemeint. Nur in dem Moment, wo sie wieder rausgeht und ihre Rolle erfüllt als FPÖ-Abgeordnete, muss sie wieder Theater spielen, ja? Da muss sie wieder das Schauspiel liefern einer Hardlinerin, ja? Einer Rechtspopulistin, die gegen Ausländer hetzt, die gegen Muslime hetzt, die gegen Linke hetzt. Und das ist ja das Schlimme, das finde ich so ganz problematisch. Mich hat das immer sehr, sehr irritiert im Parlament, wenn vorne beim Rednerpult hitzige Gefechte abgeliefert werden, teilweise wirklich auch unter der Gürtellinie, teilweise mit Hass, also du spürst da die Emotion richtig, wirklich ist es oft so ein Ring und gehässig und alles, ja, zwischen rechts und links und Opposition und Regierung, und hinten dann in der Kantine, ja, stoßen sie dann miteinander an, ihre Spritze, so ab 20 Uhr. Aber das hört sich fast schizophren an. Ja, es ist halt ein Schauspiel. Ja. Das ist halt, Politik ist, das sind halt viele Menschen, die einfach nur ihre Rolle spielen da drinnen, ganz im Sinne der Parteilinie, ja. Und wenn du von der Parteilinie und von diesem Schauspiel abweichst, dann hast du Probleme mit deiner Karriere intern, parteiintern. Und das sind ja diese, das kennt man ja so, das ist ja die Zuschreibung von Politik, dass sich viele Menschen verbiegen. Und verbiegen heißt einfach nur, dass du in eine Rolle schlüpfst und dann gar nicht mehr authentisch bist. Da muss ich in der Thematik aber vorgreifen. Wir hätten das eigentlich später thematisiert, aber wir haben uns auch schon immer gefragt, okay, wie sind dann Politiker persönlich? Also wenn du sagst, hinter der Bühne, die stoßen dann mit dir an? Meistens ganz sympathische, ganz liebe Menschen, ganz normale Leute mit Familien und Kindern und Partnern. Und schon klar, ja, aber also kann man sich vorstellen, jetzt blödes Beispiel, aber kommt ein FPÖler und sitzt mit einem Migranten am Tisch und kann ganz normal mit ihm essen und auch ein freundschaftliches Gespräch haben oder vielleicht eine wahre Freundschaft haben? Kannst du dir sowas vorstellen? Wahre Freundschaft? Puh, das hätte ich so nicht beobachtet, wahre Freundschaft nicht. Aber ich habe ja oft besucht gehabt im Parlament, ja, die sehr häufig besucht waren. Und da waren jetzt dann wirklich auch immer wieder Menschen dabei, Gäste dabei, die sichtbar migrantisch waren oder sind. Und ich habe da jetzt so, also, und das ist so, das ist im Hintergrund, also im Backstage mischt sich das alles durch. Ja, die Menschen, also wenn du von einem Abgeordneten einen Besucherausweis kriegst, kannst du überall hingehen. Die Kantine ist offen. Und dann hat sie das, also da habe ich jetzt nie irgendwas bemerkt, dass jetzt ein FPÖ-Abgeordneter meinen Besuch dann irgendwie komisch anschaut oder irgendwie giftig anschaut. Überhaupt nicht. Also eigentlich ist das ein relativ normaler menschlicher Umgang miteinander. Aber dann, wenn der FPÖ-Abgeordnete beim Rednerpult steht, dann gibt es Hass und Hetze und Häme. Ja? Ganz nach Drehbuch. Okay, die Show muss weiterlaufen. Und das, aber das Problem ist, diese Show, die verursacht wirklichen Schaden. Ja. Das ist eine Stimmung, eine Energie, Atmosphäre, die wird rausgetragen in die Gesellschaft. Der ORF überträgt es live, dann wird es häufig geteilt und dann werden Auszüge davon in die Nachrichten gebracht und die Zeitungen schreiben drüber und übernehmen diese Narrative und diese Tonalität, diese Hetze. Und das macht wirklich auf der Straße draußen einen Unterschied. Ja? Der aktuelle Bericht vom Europarat, vom Antidiskriminierungsausschuss, der vor wenigen Tagen öffentlich gemacht worden ist, stellt Österreich, speziell Österreich, ein ganz ein schlechtes Zeugnis aus. Also Fremdenhass und Islamophobie und Rassismus haben zugenommen, stark in Österreich in den letzten Jahren. Und in dem Bericht steht da drin, warum. Also die Begründung ist, weil Politiker mit ihrer Hetzsprache, also mit ihren hetzerischen Reden, die Gesellschaft spalten. Und das fängt an im Parlament. Das ist bei den Pressekonferenzen, wo sie ja mehr zu den eigenen Leuten sprechen, nicht so wirksam. Wo sieht man Politiker hauptsächlich im Parlament? Die Regierung sitzt auf der Regierungsbank und die Abgeordneten gehen nach vor. Und im Fernsehen, ja, bei Interviews natürlich jetzt. Ja. Aber so richtig Gas geben, so richtig ihre Botschaften platzieren, dann eher so auf Bühnen wie dem Parlament. Und das finde ich echt problematisch. Was ist aber dann deren Motivation? Ich meine, wenn sie da jetzt eine Rolle repräsentieren, die sie gar nicht Karriere? Sehen. Ist dann jemals also, jemand von also Schuldgefühlen geplagt, würdest du sagen? Super Job, Abgeordneter sein, das will man bleiben. Ja, aber
will man sie nicht anlegen. Es sind nicht alle so, das muss ich schon auch sagen. Und es gibt gewisse Parteien, da ist es häufiger anzutreffen, diese Unterordnung der Parteilinie. Also Individualisten trifft man schon auch in den Oppositionsparteien ab und zu. Aber du hast einen Clubzwang, das ist gang und gäbe. Du hast immer einen Clubzwang, aber trotzdem gibt es Parteien wie zum Beispiel die Neos oder als bei Pilz auch bei den Grünen jetzt, wo du merkst, die sind schon authentisch. Ein Brandstätter zum Beispiel, der lässt sich nichts vorgeben. Der spricht das, was er sich denkt. Und bei ÖVP oder FPÖ musst du es wirklich suchen. So. Gerade die ÖVP ist ja komplett Message Control durchgetaktet. Ja. Nach Drehbuch. Was hältst du davon? Naja, es ist natürlich ein Erfolgsrezept gewesen für Sebastian Kurz und seine Truppe. Das heißt, der Zweck heiligt die Mittel? Nein. Nicht? Sicher nicht. Mm-mm. Also sagen wir so, wenn die ÖVP ihre Werte, ihre ursprünglichen Werte leben würde, in Form der Politik und der Gesetzgebung und in ihrer Kommunikation, also in der Rhetorik, dann würde ich sagen, well done. Mhm. Na, also, also wenn die Inhalte passen und wenn das insgesamt Österreich zu einem sozialeren, gesünderen, funktionierenderen Staat macht, ja, mit einer gesunden Gesellschaft, die zusammenhält, dann sage ich, passt, ja. Dann ist das ein gutes Mittel für guten Zweck, würde ich mal sagen. Ja. Aber gutes Mittel für fragwürdigen Zweck. Und der Zweck von einem Sebastian Kurz ist meiner Meinung nach fragwürdig, weil für mich fehlt bei ihm total die Vision für Österreich. Da geht es wirklich nur um Macht, meiner Meinung nach. Oder um Wirtschaftsinteressen vertreten. Ja. Okay, ich dann gleich mit der nächsten Frage weitermachen, wenn wir schon davon sprechen. Also in der Vergangenheit gab es ja immer wieder Parteien, die Themen angesprochen haben, welche vielen am Herzen lagen und dadurch auch sehr viele treue Wähler aktiviert haben. Aber anschließend stellte sich dann halt schnell wieder heraus, dass diese Themen quasi nur ausgefahren worden sind zu den Wahlen, und nach den Wahlen war es da eher so, dass das für die Politik eher unsichtbar war. Man hat da weder darüber gesprochen, sogar in den meisten Fällen sogar dagegen gearbeitet. Man könnte jetzt dir vorwerfen oder man könnte sich die Frage stellen, wieso sollte man bei dir davon ausgehen, dass das bei dir anders ist? Oder wieso spielst du keine Rolle? Wieso jetzt speziell auf das Thema Solidarität für Muslime und auch die Kopftuchrede bezogen? Genau, also ja. Wir haben ja gerade geredet, so quasi viele Parteien spielen eine gewisse Rolle, um eben Stimmen zu generieren. Okay, also ich könnte so jetzt quasi mir ausgedacht haben, strategisch, die Muslime sind jetzt eine Wählerschicht, die vielleicht so eine Art Nische sind, die keiner wirklich keine allzu kleine. Keine allzu kleine, die gerade niemand irgendwie bedient und ich gehe da ganz strategisch ran und mach so einen Aktionismus mit Kopftuch, damit ich da Sympathien kriege und dann halt irgendwie eine eigene Wählerschicht habe und dann Erfolg habe. Das wäre gar nicht so blöd eigentlich. Finden wir auch. Aber es war halt nicht mein Weg, weil ich bin wirklich extrem unstrategisch rangegangen und habe damit was gemacht mit der Aktion, die mir geschadet, also das hat mir karrieremäßig geschadet. Sehr geschadet. Sogar. Inwiefern? Naja, ich habe es gemacht zum Zeitpunkt, 2 Tage vor dem Ibiza-Video. Das habe ich nicht gewusst, ja? Ja. Das war wirklich 2 Tage, bevor das Strache-Ibiza-Video publik gemacht worden ist. Und dann am nächsten Tag haben wir schon alle gewusst, es gibt Neuwahlen. Das heißt, ich war in einer Situation als wilde Abgeordnete, dass ich keine Partei hatte, wo ich mir einen Listenplatz erwarten konnte, weil ich aber gute Arbeit gemacht und so, und dann ja, bist du eigentlich gut dabei. Ja. Und das heißt, ich hatte nur eine Chance, und die Neuwahlen waren ja auch relativ gleich danach, 6 Monate danach, oder? Also na, kürzer. Mai war das mit Ibiza-Video, und die Neuwahlen waren im Oktober, also weniger als ein halbes Jahr. Ja, kurz danach. Juni, ja. Juli, ein halbes Jahr, kurz danach. In einem halben Jahr kann ich mir keine eigene Partei aufbauen. Unmöglich.
unmöglich und mit der einziehen im Parlament. Das heißt, das war nie ein Thema. Das heißt, die einzige Chance, im Parlament zu bleiben, was ich wollte, ja, war, bei einer bestehenden Partei anzuknüpfen. Mhm. Und dort so überzeugend mich zu verkaufen, dass ich einen guten Listenplatz kriege, dass ich auch wieder einziehen kann ins Parlament. Ja. Und das habe ich auch versucht bei zwei Parteien. Eine wollte mich, da habe ich abgelehnt. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass diese Solidarität mit Muslimen und gerade diese Kopftuchrede haben mich da ins Out befördert. Darf man wissen, welche Parteien das waren? Also bei den Grünen, ganz konkret, war das der Grund, warum ich nicht zu den Grünen bin. Und die andere Partei? Die andere Partei war die SPÖ, aber da hat es andere Gründe gegeben auch. Okay. Die waren so damit beschäftigt, das schlechtere Wahlergebnis, das sie erwartet haben, und die weniger Mandate, dass ihre eigenen Leute zu versorgen, die alle gekämpft haben um die Plätze. Aber das war auch ein Grund. Das mit dem Kopftuch war auch ein Grund. Und das wurde mir dann auch zum Schluss ganz offen kommuniziert. Und das, nachdem ich mich mit dem, das sind jetzt wirklich interner, ich habe mich mit dem mit Werner Kogler öfters getroffen, regelmäßig. Ja. Und es waren so Gespräche, wo ich vorbereitet wurde, eben bei den Grünen mitzumachen, dann, ne, bei den nächsten Wahlen. Und vom Zeitpunkt der Ali-Rede weg wurde das Interesse schon immer so geringer, und dann nach der Kopftuchrede hat er nicht mehr abgekommen. Also es war dann auch wirklich. Und dann gab es aber Aussprache, und dann habe ich ihn aber auch wirklich nach Gründen gefragt, und dann ganz zum Schluss im Gespräch hat er es dann zugegeben. Das hat der jetzige Vizekanzler gesagt. Ja. Das und zwar nicht, dass er da was dagegen hätte. Er findet es super, dass ich da so offen bin und solidarisch und so. Aber der grüne Vorstand und Basis und dann. Ja, interessant. Weil da sind ja so viele Leute dabei bei meinen Unterstützern und so, die so irgendwie nah irgendwie zu. Also, Islamisten hat er nicht gesagt, aber irgendwie dann halt. Da wird irgendwie Nähe zu sonstigen Vereinen. Problematischen Vereinen oder so. Ja. Vor der Sendung haben wir jetzt auch mit einigen Leuten geredet, wir haben so eine kleine Umfrage auch gemacht. Viele wollen an Martha Bismann glauben, viele sind aber eben wegen der Vergangenheit, weil eben ähnliche Fälle schon passiert sind, sage ich mal. Es gab immer wieder Leute. Enttäuschungen. Nur sie sind schlicht und einfach misstrauisch. Genau. Eben, wie du selber angesprochen hast, es ist ja offensichtlich dann nicht insofern, dass man weiß, okay, der spielt eine Rolle und dann hinter der Bühne ist ja jemand komplett anderes. Nein, aber dass diese Rollen aktiv gespielt werden und dass auch Wünsche angesprochen werden und diese dann komplett liegen gelassen werden, sobald man die Stimmen eingesagt hat, sozusagen. Ja, also viele wollen da auch dran glauben, aber die Frage, die, glaube ich, am meisten aufgekommen ist, war immer halt so, ja, was unterscheidet jetzt Bismann von den anderen? So, wo ist genau der Punkt, wo ich da sagen kann, okay, das gibt mir die Gewissheit, dass sie wirklich dahinter steht, hinter dem steht, was sie da sagt. Naja, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, beschreibt, dass ich ja Politikerin bin, die eben sich nicht verbiegt, nicht strategisch rangeht bei den Themen, sondern einfach wirklich dazu steht, was sie macht, und dazu auch ihre Karriere mal zumindest zwischenzeitlich beschädigt. Das ist jetzt das, was ich aus der Geschichte ableiten kann, aber das muss man natürlich auch wissen. Vielleicht ist es auch wichtig gewesen, dass ich jetzt einmal erzähle. Aber grundsätzlich ist es so mit dem Vertrauen. Ja? Das ist ja wie in Beziehungen, wenn man in einer Beziehung gescheitert ist mit einem Liebespartner, ist man mal erst vielleicht eine Zeit lang gar nicht fähig, ja, eine neue Beziehung einzugehen. Und wenn man Politikern vertraut hat und immer wieder enttäuscht worden ist, ja, dann ist man auch skeptischer und misstrauischer. Das ist ganz menschlich und ganz natürlich. Was braucht es dann? Ich glaube, beide Seiten müssen voneinander zugehen. Ja. Ich brauche wahrscheinlich schon auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss, immer noch. Und dann muss ich halt einfach liefern, ne? Dann muss ich halt einfach mit dem, wie ich Politik mache, täglich zeigen, dass ich halt vertrauenswürdig bin und zuhören, was die Leute brauchen.
für das Vertrauen. Ja. Dann lassen wir kurz Revue passieren. Also du hast gemeint, du hast die Rede gehalten und es hat dir auf kurzfristige Sicht geschadet. Insofern, dass du nicht in die SPÖ reingekommen bist und auch nicht bei den Grünen. Faktum ist aber, du hast dann Millionen an Stimmen gesammelt, oder Views, sagen wir so, Videos, in mehreren Ländern. Du hast Ehrungen bekommen, Preise in Deutschland. Das heißt, selbst wenn es nicht strategisch war, hätte man sich im Nachhinein denken können, okay, vielleicht war das dann so der letzte Schubser. Diese Richtung ist jene, die ich einschlagen will. Anscheinend muss das angesprochen werden. Ich kann viele Stimmen damit sammeln. Jetzt habe ich mich entschieden, okay, das ist den Weg, den ich fahren will. Das ist schon so, weil ich irgendwann mal, also wie gesagt, das ist mir wirklich mehr oder weniger passiert. Das war unstrategisch. Das war also Aktionismus in Kombination mit persönlicher Betroffenheit und Empathie, wirklich ganz situativ in dem Moment. Daraus ist was entstanden. Da ist ein Hype entstanden, eine Welle der Unterstützung. Genau. Und dann bin ich schon irgendwann mal da gesessen und mir überlegt, so, eigentlich bin ich ja Umweltpolitikerin. Ich bin Energie- und Umweltingenieurin vom Stammberuf. Genau. Jetzt habe ich aber da so in so ein Wespennest gestochen, irgendwie habe ich eine Verantwortung. Und diese Erwartungen und diese Hoffnungen nicht zu enttäuschen. Und die kann ich auf zwei Arten enttäuschen, indem ich das Thema komplett fallen lasse und sage, na, also jetzt lasst mich bitte wieder in Ruhe, ich mache jetzt wieder Umweltpolitik oder gehe sowieso zurück in die Wirtschaft. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass ich sie ausnutze, ja? Dass ich den Hype ausnutze und dass ich sage, so, jetzt schaue ich, wie kann ich mit diesen Wählern da am besten Karriere machen in der Politik und dann Sachen versprechen, die nicht einhalt. Ja, das ist ja das, was viele erlebt haben, warum sie enttäuscht sind. Genau, ja. Und ich habe weder das eine noch das andere vor. Aber ich muss es erst zeigen, dass es wirklich so meine. Ja? Ich meine, ich kann jetzt kann das jetzt sagen, ja. Und kann auch nur darauf hoffen und vertrauen, dass das so authentisch und echt und ehrlich rüberkommt, dass es die Leute glauben. Und wenn nicht, dann verstehe ich es auch, wenn sie nur Zeit brauchen. Das heißt, die Antwort ist Time will tell. Politik ist für mich ein Lebensprojekt und nicht etwas, was ich jetzt nochmal 2-3 Jahre mache und dann gehe ich wieder woanders hin, sondern das habe ich schon jetzt eigentlich als grundlegende Lebensentscheidung für mich als Lebensweg entschieden, weiterzugehen. Das heißt, wir werden die Zeit haben. Okay, wir sind gespannt auf jeden Fall. Ja. Ja, schauen wir mal ganz kurz, genau. Du hast jetzt auch die Liste Pilz erwähnt. Du warst ja auch mit 2017 mit der Liste Pilz im Nationalrat. Die Frage von mir wäre, wie kam es zu dem, wenn ich da jetzt auch nicht falsch informiert bin, du bist eine von 8 Geschwistern. Und 9. 9 Geschwistern, okay. Ich bin die 8. von 9. Okay, die 8. von 9. Und die eine Schwester von dir ist bei der KPÖ. Wenn ich, genau. Bezirksrätin in Graz. Meine größte Kritikerin. Wirklich? Aber also konstruktiv, ja. Okay, cool. Nicht immer. Bezogen auf Thematik oder? Inhalt. Politik, ja. Okay. Wieso du bei der Liste Pilz und nicht bei der KPÖ zum Beispiel? Ich bin keine Kommunistin. Die KPÖ ist eine wunderbare Partei. Also gerade die Graz-Partei ist, ich bin voll Fan von dem, wie die Politik machen. Ja, also wirklich für die Menschen, stehen vor den Sozialämtern, spenden ihr Gehalt, helfen wirklich jeden Einzelnen, der kommt bei diesem Mieter. Schutzeinrichtung von der LKK und du kommst wirklich, ein bisschen alleinerziehend, kannst du die Miete nicht leisten, suchst Wohnung, dir wird geholfen. Mhm. Also es ist wirklich eine Partei, wie sie sein soll, von Menschen für Menschen. Und deswegen haben sie ja so einen Erfolg in Graz. Ich meine, die haben 21% mal geschafft und eine Vizebürgermeisterin gehabt in Graz. Kommunisten. Also wunderbar, aber sie sind sehr, sehr stark ideologisch. Also das ist so, du musst wirklich diese, ja, du musst halt Karl Marx auswendig rezitieren können, okay. und du musst halt wirklich eingefleischt in dieser Ideologie, du musst da wirklich Kommunisten sein. Und wenn du es nicht bist, dann passt auch nicht dazu. Und das bin ich nicht. Okay. Ja. Also mit der Liste Pilz, wenn ich da jetzt ehrlich bin. Aber große Sympathie für die KPÖ. Okay, also die Liste Pilz jetzt nochmal ganz kurz. Also das war. Wenn ich da ganz ehrlich bin, so eine persönliche Meinung war mir nie wirklich sehr sympathisch. Ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige, wenn ich sage, ich hatte da hin und wieder das Gefühl, dass der Herr Pilz da eher versucht hat, so eine One-Man-Show durchzuziehen
um mit allen Mitteln wieder zurück in die Politik zu kommen. Da gab es zum Beispiel, woran ich mich jetzt erinnern kann, die Pflichtmitgliedschaft bei der Arbeiterkammer, wo dann parteiintern da irgendwie Streitigkeiten gaben, man nicht gewusst hat, ey, ist man dafür, ist man doch dagegen. Nicht nur bei dem Thema. Gab es eben verschiedene Themen und da gab es auch zum Beispiel auch da gab es ja auch zum Beispiel, die Erwähnung vom politischen Islam immer wieder, aber die Nichterwähnung vom Rechtsextremismus in Österreich. Frage von mir wäre an sich genauso, also wie war die Stimmung in der Partei? Wie habt ihr euch mit gewissen Themen auseinander? Schlecht. Okay. Aber die war nicht schlechte Stimmung wegen der inhaltlichen Auseinandersetzung. Die war zum Teil hochspannend. Und gerade dieser Dissens, der immer wieder entstanden ist bei Themen, weil manche waren ganz, ganz links, so wie der Alfred Noll, ja, so ein Linkslinker, der wollte auch immer, dass wir uns in links umbenennen, statt Liste jetzt. Und dann war Peter Pilz, der mit seinem Islam-Thema dann eher so eine Rechte, also in Richtung rechts abgedriftet ist. Und dann war so Steffi Cox und Alma Sadic, die eher so Mitte links waren und ich so komplett eigentlich undefinierbar, auch eher links, aber nicht, aber dem Alfred Noll war ich zu rechts. Okay. Ja, hat er mal gesagt. Warst du zu rechts? Ja, ja. Er wird sich durch mich nie vertreten fühlen, wenn ich zu rechts bin. Weil ich habe für die Irmgard Gries Wahlkampf gemacht. Das war die Begründung. Aber aus dem ist was Spannendes entstanden eigentlich, ja, bei den Themen, wenn wir es jetzt diskutiert haben intern, so in Vorbereitung von Abstimmungen. Und durch diesen Clubzwang, den wir nicht hatten, gab es ja dann immer wieder heterogenes Abstimmungsverhalten. Und das fand ich super spannend. Die war immer mega stolz drauf, wenn wir, also noch bei der Fraktion war, dass wir dann halt einfach einer mal sitzen bleiben, zwei sitzen bleiben. Meistens sind wir geschlossen aufgestanden. Aber dass das einfach möglich war, das hat das Parlament schon einmal verändert. Und dann die Kollegen von den anderen Parteien immer ganz neidisch rübergeschaut haben, weil sie das nicht dürfen, ne? Also und dem vorausgehend, also bei den Clubsitzungen vor einer Parlamentssitzung bespricht man ja die Tagesordnung durch und die Anträge und dann versucht man schon einen Konsens zu finden. Also ein geschlossenes Abstimmungsverhalten ist aber nicht immer möglich. Und dann gab es spannende Diskussionen und auch immer wieder kam es vor, dass der ein oder andere Kollege sich umstimmen ließ. Ja. Und das war eben, weil wir keine fixe Parteilinie hatten. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Das war eigentlich innovativ von der Liste Bild. Siehst du dann darin die Zukunft? Keinen Clubzwang mehr? Ja, absolut. Das ist so ein Relikt aus der Vergangenheit. Das muss man aber ist es realistisch? Absolut. Weil in der Realität ist es so, du hast ja in den Fraktionen also Sprecher für die Bereiche. Du musst dir die Ausschüsse besetzen und es ist ziemlicher Aufwand, am Anfang zu bestimmen, wer geht in welche Ausschüsse. Und einer ist immer der Sprecher für einen Ausschuss. Wir hatten immer nur einen Abgeordneten im Ausschuss, deswegen waren wir automatisch Sprecher für das Thema. Das heißt, deinem Kollegen, der Sprecher ist in einem Thema, jetzt zum Beispiel ich war im Umweltausschuss Sprecherin, und ich empfehle ein Abstimmungsverhalten, im Normalfall vertraue ich dem ja blind. Ja? Meine Kollegen haben mir blind vertraut, dass meine Abstimmungsempfehlung in einer Umweltgesetzgebung, dass ich das schon richtig mache, dass das schon Sinn macht. Ja? Und es ist auch viel Arbeit. Du kannst da nicht jeden Gesetzesantrag durchackern. Und da bist du ja froh, wenn da jemand sagt, ja, nein. Ja. Aber wenn es jemanden gibt, wo du irgendwie persönlichen Bezug hast oder eigene Meinung, und dann willst du bei der Meinung einfach bleiben und dich nicht verbiegen. Und dann soll es möglich sein, dass du sitzen bleibst oder aufstehst, wenn alle anderen sitzen bleiben. Und das ist und deswegen, das weiß ich ja auch aus der Praxis, das weiß ich aus der Erfahrung mit Liste Pilz, in 90% der Fällen steht der Club geschlossen auf. Was ja auch wichtig ist, ja, aber das zeigt ja auch. Ich denke mir, ich stehe da ehrlich gesagt. Aber in den wenigen Fällen, wo du nicht geschlossen aufstehst, ist es völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, das schadet dir nicht. Ja, sicher, wenn du in einer Regierungskoalition bist, ist es nochmal was anderes als Opposition. Ja? Noch einmal was anderes. Und manchmal kann auch eine Stimme entscheidend sein. Bei Abstimmungen, bei Verfassungsmehrheiten zum Beispiel. Da war einmal meine einzelne Stimme war entscheidend bei einer Verlängerung von Fördergeldern für Biomasseheizkraftwerke. Und da wurde dann meine Stimme ziemlich geworben. Das war ein spannender Moment, die Tage davor von Regierung und SPÖ-Seite. Aber das soll möglich sein im Parlamentarismus, der ist lebendig
Und Clubzwang ist wirklich, es ist eigentlich ein Konstrukt, das nicht vorgesehen ist in der Verfassung. Auch nicht in der Geschäftsordnung vom Parlament. Wie würde das die Atmosphäre des Clubs prägen? Ich meine, wenn jetzt jedes Mal, oder sagen wir zu 90% keine gemeinsame Linie gefahren wird, das... Na, 90% hast du gemeinsame Linie. Okay, das heißt, das wäre das Verhältnis, 90 zu 10. Das Verhältnis, wenn nicht sogar mehr, 95-5. Okay. Also wirklich, im seltenen Fall steht jemand, also hält sich jemand nicht an die Abstimmungsempfehlung. Und das heißt dann Empfehlung und nicht Abstimmungslinie, ja, wenn du keinen Clubzwang hast. Das hört sich für mich mehr nach Symbolpolitik an im Endeffekt, weil was habe ich von diesen 5%? Dass du dir selbst treu bleibst als Abgeordneter? Das heißt, zu 95% bleibe ich mir nicht selbst treu, aber zu 5% schon. Nein. Bei den 95%, wo ich mitgehe mit den Kollegen, habe ich meine eigenen Themen abgezogen. Einfach Vertrauen. Ich habe Vertrauen in meine Kollegen, Okay. Dass sie da eine richtige Entscheidung treffen. Und ich habe Vertrauen, dass sie da auch sich im Wertefeld der Partei bewegen. Und Vertrauen und dann funktioniert das. Clubzwang brauchst du dann, wenn sich die Abgeordneten untereinander nicht vertrauen, sondern wenn sie das immer von oben dann so quasi entlang der Parteilinie vorgegeben werden muss. Aber wir hatten da bei der Liste Bilds wirklich eine schöne Zeit, also eigentlich selbstbestimmte Rolle als Abgeordneten, wo man wirklich in unseren Bereichen Abstimmungsempfehlungen abgeben konnten. Okay. Da hat sich der Peter Bilds nie ich war nie mit ihm gemeinsam, ganz kurz, weil mit ihm nur gemeinsam im Club. Wir hatten nicht so top-down, so autoritäre Führungsfigur, die uns was vorgab. Gab es nicht. Dann vielleicht du als Politikerin, du kannst uns ein Bild verschaffen, das wir nicht sehen können. Ohne Namen zu nennen, hast du irgendeine witzige Story oder irgendwas, was du sagen kannst, was so im Parlament gelaufen ist oder vielleicht bei privaten Feiern, irgendwas, was man nennen kann? Eine witzige Story aus dem Parlament. Ah, da gab es einige, jetzt muss ich nachdenken. Ach so, ja, genau. Ich finde es eigentlich nicht so witzig, die Geschichte. Aber sie ist erzählenswert. Ich habe sie schon mal erzählt. Es gibt ein Stillzimmer im Parlament, das wurde mal eingerichtet für Abgeordnete, die eben Babys haben und mitnehmen zu den Sitzungen. Und mir hat der Peter Bilds mal erzählt, dass es dann irgendwann einmal zugesperrt haben, weil da hätten sich irgendwie Abgeordnete, die nicht stillen, Okay. Dann zu irgendwelchen privaten Dates getroffen. Genau. Okay. Der Peter Bilds hat das erzählt. Ja, ich fand das eben nicht lustig. Ja. Damals, ne? War er selber irgendwann mal involviert in sowas? Ja, woher weiß er es? Oh Gott. Ja. Nächstes okay, Thema. Wir lassen wir es dabei. Eben, es ist nicht so lustig, ja. Ja. Okay, ich glaube, die Message ist angekommen. Okay, ja, dann würde ich da mal noch eine kurze Frage. Also wir haben jetzt über die Liste Pilz geredet, du hast jetzt kurz die Grünen erwähnt, die SPÖ erwähnt. Jetzt bist du nun bei der SÖZ. Wie kam es zu dem? Was hat dich da bei der SÖZ jetzt angesprochen? Wieso hast du dir gedacht, okay, ich will jetzt bei der SÖZ durchstarten? Ja, also wie es dazu kam, dass ich die eine neue Zielgruppe für mich erschließen konnte, ungeplant, ne, über die Ali-Rede und die solidarische Kopftuchrede, da hat sich bei mir natürlich, da habe ich plötzlich Anfragen bekommen und für Treffen und von ganz neuen Kontakten und Vertretern eben aus der Community, aus der muslimisch-migrantischen Community und eben ganz, ganz viele neue Kontakte geschlossen. Und es hat sich für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Und ich habe dann eben ziemlich bald beschlossen, dass das für mich ein wichtiges Thema bleiben wird. Ich werde dem Thema treu bleiben. Das heißt, für mich war wichtig bei der Entscheidung, gehe ich zu einer bestehenden Partei, gründe ich eine eigene, kann ich dieses Thema
ernsthaft, authentisch, ehrlich und vor allem frei weiter bedienen. Ja. Frei hätte ich es nicht spielen können bei den, sage ich selber, spielen wollten, ich spiele nicht. Ne. Frei hätte ich es nicht gestalten können, weder bei den Grünen noch bei der SPÖ und von ÖVP gar nicht zu sprechen und NEOS auch nicht. Ne. Also da hätte ich überall so Restriktionen gehabt oder irgendwie wäre ich dann eingeschränkt gewesen. Ja. Und deshalb war für mich klar, bald, es kann nur eine neue Partei sein, eigentlich, ja, eine neue Bewegung. Und ich habe dann Hakan getroffen, also er wollte mich treffen, hat mich besucht im Parlament und dann auch in meinem Büro, regelmäßig. Mhm. Und es ist ein sehr schöner Dialog entstanden. Und ziemlich gleich mal war da die Rede von der SEZ, die war gerade irgendwie so, das war nur die Idee, der Name war noch gar nicht da. Und es ist daraus immer mehr geworden. Ja. Aus den Gesprächen ist immer mehr Vertrauen geworden und immer mehr das Gefühl, das ist eine gute Option, wo ich mich selbst bleiben kann mit meinen Themen. Umwelt und Integration, sozialer Zusammenhalt und wo ich freigestalten kann, das ist mir sehr wichtig. Ja. Und was Neues, ja, in jedem Anfang liegt ein Zauber. Und etwas, und also ich habe dann hat schon ein Jahr gedauert, das war wirklich ein Jahr, so auf Vertrauensaufbauphase. Und am Ende von dem Jahr habe ich dann auch weitere Aktivistinnen und zukünftige Kandidatinnen und Funktionärinnen der SEZ kennengelernt und habe gemerkt, okay, das ist wirklich eine Gruppe von Menschen, zu denen ich sehr gut dazu passe. Also wirklich Menschen, die die Werte vertreten, für die ich auch einstehe. Wo die Chemie passt, wo die Inhalte passen. Gab es dann irgendwann eine Phase, wo du dir gedacht hast, okay, vielleicht ist das doch keine so gute Idee? Und wenn ja, wodurch hervorgerufen? Naja, es gab schon, also auf Twitter und so gibt es immer wieder so Kommentare, auch heute noch. Ja, so, ja. Ja, was, AKP-nahe Partei und was, du bist jetzt bei den Islamisten und so. Also, aber irgendwann habe ich das nicht mehr ernst genommen. Weil das ist, aber natürlich, wenn es das halt, bevor ich die DNA, also wirklich so die Partei kennenlernte, in ihrer, also die Menschen, die das geht ja um Menschen, eine Gruppe von Menschen, die sich versammeln, und jetzt sagen wir mal nur Hakan kannte von einem oder zwei Gesprächen, war das natürlich schon etwas, wo ich dann hingeschaut habe, genauer auch. Aber das ist in einem Gespräch hat sich das aufgelöst, ja. Also ich habe versucht zu verstehen, wo kommen diese Zuschreibungen her und also wie sind die entstanden, wem nützen sie, wer will da was verhindern und was steckt da dahinter und wie ist aber auch die Geschichte von Hakan, wie hat er sich entwickelt, wird er sich verändert und ich habe mich ja auch stark verändert, ne? Ich habe ja keine gerade Laufbahn, bei mir ist ja zickzack, jetzt blieste Pilz und davor ganz was anderes, ist bei der Irmgard Griss war ich. Irgendwann in meinen Anfang 20er Jahren war ich bei der Grünen Akademie sogar Vorstandsmitglied. Also bei mir ging es ja wild durcheinander. Also das heißt, für mich schreckt es nicht ab, wenn sich Menschen im Laufe ihrer Laufbahn auch verändern. Und das war bei Hakan der Fall und der hat mir auch sehr glaubwürdig nacherzählen können, wie er sich entwickelt hat, ja, welchen Weg er beschritten hat. Und das hat mich überzeugt. Und weil ich überzeugt bin und weil wir insgesamt miteinander alle überzeugt sind, werden diese Off-Kommentare so irgendwann einmal verstummen. Weil das, was wir machen, was wir leben, welche Politik wir betreiben, und welche Sogwirkung das auch hat, und Strahlkraft, das ist sowas Positives, das ist sowas Starkes, das wird das alles verstummen lassen. Hm. Okay. Hört sich gut an? Ja. Hast du noch Fragen? Ich schaue noch ganz kurz, ob ich da was habe. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen auch schon. Wir können zu einem nächsten Segment übergehen. Das ist was ganz was Kurzes. Mhm. Wir haben uns überlegt, ein paar Bilder haben wir uns rausgesucht von dir. Und du kannst sie einfach kommentieren und sagen, okay, was war da, wie war das Erlebnis, okay? Mhm. So, einen Moment. Jetzt muss ich mal mit der Technik klarkommen. Ach, der Papst. Ja, das erste Bild ist mit dem Papst. Das war schon ein Highlight. Ja. Bist du deppert? Das war so eine coole Aktion. Das musst du dir vorstellen. Da ich war, okay, wie kam es dazu? Ja.
ich singe ja hobbymäßig sehr gerne. Und es gab mal einen Aufruf im Parlament, also innerhalb der, also von der Parlamentsdirektion kam mal eine E-Mail an uns Abgeordnete, ja, es entsteht gerade ein Chor, ein Parlamentschor, anlässlich von 200 Jahre Stille Nacht. Das war 2018, ja genau, war 200 Jahresjubiläum. Ist ja ein österreichisches Weihnachtslied, weltberühmt, in, glaube ich, alle 53 Sprachen übersetzt. Und da bildet sich ein Parlamentschor und da gibt es dann auch eine Aufführung im Stephansdom vor Weihnachten. Und wer mitsingen will, soll sich melden. Ich habe mich gemeldet und gehe zur ersten Probe. Da gab es auch sogar CD und die wurde versteigert und Licht ins Dunkel hat dann das Geld bekommen. Und dann gehe ich zur Probe und finde mich wieder in einem Chor mit, ich glaube, außer zwei Abgeordneten waren alles ÖVP-Abgeordnete und ein oder zwei SPÖler, kein Neos, kein, also und glaube eine, sogar eine FPÖlerin, ja. Ja, genau. Und die wurde total herzlich empfangen, also die haben mich hat sie gut gesungen? Und die haben zum, die na, okay. Weiß jetzt nicht mehr, ich habe nicht, aber insgesamt war der Chor ganz ordentlich, okay. Ja. Gut, da gab es Proben und dann gab es diese Aufführung im Stephansdom und dann, irgendwann mal kam eine E-Mail, ja, der Organisator von dem Chor, der hat Kontakt nach Rom zu der Botschaft, es gibt ja Vatikanische Botschaft und der Rom-Botschaft, und es könnte eine Privataudienz organisiert werden, weil der Papst hat mal gesagt, Stille Nacht ist sein Lieblingslied. Okay. Und man würde ihm den Vorschlag machen, ob wir ihm diese CD, die wir produziert haben, nicht überbringen können, so mit der Botschaft, der Stille Nacht-Botschaft. Von Frieden und ja. Und das hat geklappt. Und wir haben dann wirklich eine Privataudienz bekommen. Und das schaut so aus beim Papst. Das macht er ja einmal die Woche. Das ist ein Riesensaal, das ist eine Halle, die ist voll mit Menschen. Und das ist aber, das sind nicht Individuen, das sind Delegationen aus Ländern. Das wird so organisiert. Also da ist Paraguay gewesen, alle mit ihren Folklore, mit ja. ihren traditionellen Gewändern. Und da war, es waren viele südamerikanische, mittelamerikanische Delegationen, weil das war gerade irgendwie auch. Themen, also war gerade irgendwie ein christlicher Feiertag, der in Mittel- und Südamerika sehr wichtig ist. Okay. Und die sind dann einfach verteilt im Raum und sitzen und kriegen nicht viel mit vom Papst, außer dass er vorne auf der Bühne eben liest und betet und so. Und während dieser Audienzen haben dann kleinere Gruppen immer die Möglichkeit für Privataudienzen. Das heißt, man kommt nach vorne auf die Bühne und kann wirklich mit dem Papst sprechen oder ihm was vorsingen oder vortanzen oder so. Und wir sind dann noch vor. Wir waren dann auch nicht der ganze Chor, weil es durfte pro Club nur. Ah, das ist eine witzige Geschichte aus dem Parlament. Die kann jetzt. Das ist mir vorher nicht eingefallen. Es war so: es waren ungefähr 20 Abgeordnete in dem Chor und es hieß dann, nach Rom darf einer pro Partei mitfahren. Und das musste man auf sich intern ausschnapsen. Ja? Und dann gab es halt ein paar, die so voll enttäuscht waren, dass sie nicht mitfahren konnten. Und nachdem ich wilde Abgeordnete war, ja. Habe ich mir einfach gesagt, ja, ich fahre mit, ich lade jetzt einfach selber ein, weil ich habe zwar keinen Club, aber okay. Und dann haben die das kurz irgendwie ein bisschen rücksprechen in der Parlamentsdirektion, ob das so geht. Und dann habe ich gesagt, und zuerst haben sie gesagt, nein, ich habe keinen Club, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, die E-Mail, die Einladung, die kommt von der Botschaft aus Rom und die geht an Abgeordnete, die fühle mich angesprochen. Und dann habe ich das echt so durchgesetzt. Ja. Okay. Und dann bin ich da mitgefahren. Das war so lustig. Ja, genau. Und dann bin ich davor eben und dann haben wir spontan eben eine Strophe gesungen auch, Stille Nacht, und andächtig zugehört, der Papst. Und dann bin ich vor und ich habe was vorbereitet gehabt. Ich habe einen kurzen Text auf Spanisch übersetzt, weil er spricht nicht Englisch, nur schlecht Deutsch. Habe ihm deswegen schaue ich so auf den Zettel da. Auf Spanisch habe ich ihm vorgelesen, also runtergelesen. Ja, ich engagiere mich sehr für Klimaschutz. Und ich habe mich bedankt für seine Laudatio Si, das ist eine Klimaschutz-Enzyklopädie, die er rausgegeben hat, die ist hochgelobt worden von allen Klimaschutz-NGOs und Klimaexperten. Die ist super. Da steht wirklich viel Praktisches, Sinnvolles drin für weltweiten Klimaschutz. Und da habe ich mich bedankt dafür und habe gesagt, ja so, und ich kämpfe für den Klimaschutz als Abgeordnete. Und ob er mir jetzt seinen Segen geben könnte für den Kampf gegen Klimawandel, das hat er gemacht. Okay, cool. Anscheinend. Das ist da entstanden, genau. Und anscheinend hat es geholfen, oder? Das kann man noch nicht sagen. Achso, dann kam Corona und es ist gut fürs Klima. Siehst?
Aber ich habe mit Corona, ich hab Corona nicht gezüchtet im Labor. Okay, die nächste. Ja, weil sie ein bisschen lang erzählt, aber sie hat viele Details, die Geschichte. Nächstes Bild. Mhm. Kürzer, das mache ich ganz kurz. Ja. Ich war am Weg zur zum Parlament. Die Sitzung begann um 12. Ja. Und die Sitzung hat begonnen an dem Tag mit der Gedenkminute für eine verstorbene Kollegin, die Barbara Krenn, das war ÖVP-Abgeordnete im Rollstuhl, die ist dann leider an Krebs verstorben. Okay. Und die mochte ich sehr gern. Die hat mir sehr geholfen damals in der Krise, als ich ausgeschlossen wurde und hat oft mit mir geredet und so. Ich wollte, für mich war es persönlich total wichtig, dass ich bei dieser Schweigeminute pünktlich da bin. Ich war aber ein bisschen zu spät dran, deswegen war ich hektisch und schnell unterwegs und bin dann mit hohen Schuhen gestolpert am Weg zum Parlament und habe mir den Fuß gebrochen dabei. Also umgeknickt bin ich. Okay. Und das war am Weg es war dann nur eine Strecke hin, vom Büro zum Parlament, bin ich hinkumpelt, dann habe ich schon gemerkt, so, oh weh. Das ist was Ärgeres und bin aber trotzdem noch tapfer raufkumpelt zu meinem Platz und habe die Minute, also ich war pünktlich, trotz gebrochenem Fuß und habe die Schweigeminute mitgemacht und dann bin ich aber raus und hingefallen und habe meinen Mitarbeiter angerufen, so bitte Rettung und so. Und dann ruft mein Mitarbeiter die Rettung an und die Hausärztin war schon da auch. Ich habe einen Parlamentsmitarbeiter bestellt. Und die sitzt eben genau da, wie auf dem Foto, ja. Fuß hochklagert, ja. Und wirklich, so mein der Martin, der wählt so 1, 2, 2 oder 1, 2, 3, 1, 4, 4, wählt einfach die Rettung so. Ja, bitte kommen Sie ins Parlament, eine Abgeordnete hat sich den Fuß gebrochen. Und kurze Zeit später, wirklich keine 10 Minuten später, höre ich einmal so rumpf, 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 so wie wenn so ganz viele Menschen gleichzeitig eine Treppe hochgehen und das ist dann passiert und dann schaue ich so und plötzlich sind da 8 Sanitäter, also oder 9, ganz viele, ein komplettes Aufgebot, okay. Da denke ich immer so, what? Was ist denn da los? Ich meine, es war jetzt kein Autounfall. Und alle so rot angezogen und einer davon ist der Van der Bellen, ist unser Präsident. Ja. Und ich so, hä? Ich bin überhaupt nicht ausgekannt in das Orge, weil es hat niemand irgendwas gesagt. Ja. Niemand hat mir irgendwas erklärt. Die sind einfach her, der Arzt ist hin, also der Notarzt, haben sich meinen Fuß angeschaut, haben sich um mich rum und dann haben sie schon angefangen, ein Foto machen. Dürfen wir filmen, dürfen wir ein Foto machen? Und ich so, ja, nein, kein Problem, aber. Dann schaue ich den an den Van der Bellen und sage, haben Sie heute Tag der offenen Tür oder was? Oder was ist da los mit der Rettung? Und, so. Und dann, irgendwer hat es mir dann erklärt, gell? Irgendeiner von denen hat sich dann dankenswerterweise, ja genau, er hat einfach einen Tag lang das Rote Kreuz, also mit einem Rettungswagen ist er einen Tag lang durch Wien gefahren und die haben ganz normale Einsätze bestritten, okay. Also ganz normale. Und das war genau an dem Tag, wo du dich verletzt hast? Das war genau an dem Tag, wo ich mich verletzt habe und dann sind wir und er hat die Aufgabe gehabt, er hat eine Einschulung gekriegt in der Früh und er hat müssen aufnehmen, das ist die Krankheitsgeschichte und die Übergabe machen im Spital. Und ich bin dann mit ihm alleine in der Rettung, also wir waren hinten im Gastraum, also bin ich mit ihm ins AKH gefahren und unterwegs haben wir ein bisschen plaudert. Und dann dort hat er auch der diensthabenden Ärztin in der Unfallchirurgie erklärt, was passiert ist. Ja. Da hat er so nett gesagt, ja, der Fuß war schon mal gebrochen, das ist vielleicht der Information eine wichtige in der Vergangenheit. Aber das ist eine tolle Story, die man ja, so man erzählen kann. Naja, und auf jeden Fall, am nächsten Tag war es ja überall in den Zeitungen. Und das Krasse war, in den Kommentaren bei der Krone und so, also bei den eher Boulevard und rechts, also bei den Nicht-Links-Blättern, Nicht-Qualitätsjournalismus, da ist ganz oft gestanden, so, ja, das ist ja nur inszeniert. Okay, ja. Das ist inszeniert von der Linken, von den Linken quasi, um halt. Die kennen sich da wohl aus. Ja. Ja, wer weiß. Okay, nächstes Bild. Siehst du das? Ja, genau, das war am Star Wars-Tag. Genau. Da haben wir intern eine lustige Idee gehabt, dass wir eben ein paar von Frontrunnern, von den Sets, ja. Reinschneiden in so ein Star Wars Bild. Selber jemals Star Wars geschaut? Nein. Nein. Oh Gott. Okay, das musst du nachholen. Noch vor den Wahlen. Muss ich? Solltest du, sagen wir es so. Damit ich diese Rolle überzeugend spielen kann? Nein, nicht unbedingt. Das gehört zum Kanon, sagen wir so. Nein, naja, nein. Okay. Gut, das waren auch schon die Bilder.
So. Bevor wir noch zum Ende kommen, ja. Vielleicht ein paar Worte noch zur aktuellen Lage auf der Welt. 2020 ist ja ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das ist, da hatten wir die Erdbeben, die Waldbrände und jetzt die Corona-Epidemie und jetzt die USA. Du kommst ja auch gerade von der Black Lives Matter Demo. 50.000. Genau. Es waren 50.000, ja. Mhm. Und 3.000 waren eigentlich angemeldet. Wahnsinn, ja. Und so ein kleiner Wagen mit Lautsprecher. Also ja. Ist völlig untergegangen, ja. Wie war die Stimmung? Super. Also am Anfang war sie, den ersten Teil der Demo war ich direkt am Lautsprecherwagen, wo die Veranstalterin, die Mireille Ngosso, drauf war. Und dann habe ich eben auch Eva Cecis drauf, mal so ehemalige Parlamentskollegen auch und so. Und da habe ich dann die ersten drei Reden mir angehört. Und da war die Stimmung ernst, ganz ernst und ganz emotional, ja. Und wirklich, also vielleicht sogar ein bisschen kämpferisch. Und das war gut, das hat gepasst. Also das war einfach, das hat das Thema, ja, das passt. Das, vor allem, was nämlich zentral war in allen Reden, ja, es ist die Situation in Österreich genauso schlimm. Also nicht, also es wird nicht Omo Fuma, der Tod ist jetzt 11 Jahre her, aber es hat danach auch 2 Todesfälle gegeben durch Polizeigewalt. Also es passiert in Österreich auch. Und das haben die Redner richtig so rausgeschrien. Das war die wichtigste Botschaft des heutigen Tages. Ja, auch in Österreich gibt es diesen Rassismus gegen Schwarze. Und einer der Redner, ich habe leider seinen Namen vergessen, hat so eine persönliche Erfahrung geteilt. Und es war wirklich erschütternd. Er hat erzählt, dass er in Österreich vor einigen Jahren, ohne dass er irgendwas gemacht hat, bei einer so Routinekontrolle von der Straße runtergefischt, also mitgenommen worden ist, komplett nackt ausgezogen worden und im Keller in einen Käfig gesperrt worden. Und der Polizist hat gesagt, da gehörst du hin, du Affe. In Österreich? Ja, vor wenigen Jahren. Und das ist in Wien passiert, ja. Und der erzählt das oben auf der Bühne, ich meine, da musst du mal den Mut haben, ja. Und er hat gesagt, er kann das jetzt erzählen, weil er jetzt verarbeitet. Und da war die Stimmung natürlich... Also, das ist heavy. Das war heavy. Also das war echt heavy. Und ja, dann hat sich der Zug bewegt. Dieser kleine Lautsprecherwagen ist losgefahren. Und es waren so viele Menschen. Es waren wahnsinnig viele Menschen. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis der Platz der Menschenrechte halb leer war. Und dann war er immer noch nicht, ging's langsam weiter. Und dann war, weil so viele Leute waren und von den 50.000 maximal 1.000 was von diesem Lautsprecherwagen mitbekommen haben, hat sich dann der Rest, das war dann so wie ein Festival irgendwie. Das ist dann, der Resselpark war dann hoffnungslos überfüllt. Die Polizei hat vorne draußen dann gesagt, jetzt geht es nicht mehr rein, es ist überfüllt, es ist zu gefährlich, verteilt sich auf anderen Flächen. Und das war dann so, dass die haben dann kurzfristig müssen den ganzen Bereich vom Karlsplatz sperren, wo dann aber auch Autos dann irgendwie eingesperrt waren. Aber waren alle irgendwie gut drauf. Also. Und dann hat sich das so verteilt, die Menschenmenge. Und dann waren dann so einzelne Gruppierungen mit Trommeln und Bands und Lautsprechern, die dann so richtig so Mini-Partys gemacht haben und auch gute Stimmung waren. Und, so. Und es war sehr, sehr... also die Stimmung war dann auch in diesen, war positiv, war freudig. Und es hat so ein schönes Bild von Wien abgegeben, diese Demo. Es hat gezeigt, wie bunt Wien ist, wie cool auch, ja. Es war richtig cool auch, das war eine Gruppe mit Breakdancern und sehr, sehr jung. Aber nicht nur, auch gemischt, aber sehr, sehr viele junge Leute. Und irgendwie so, ja, offen, solidarisch, herzlich, fröhlich, war tolle Stimmung, ja. Also fast ein bisschen Festivalcharakter dann. Ja. Es ist schon schön zu sehen, dass sich so viele engagieren. Mhm. Voll, ja. Aber ja, wie du selber angesprochen hast, ich meine, wir zeigen mit dem Finger nach Amerika, aber vor unserer eigenen Haustür kehren wir nicht in Wirklichkeit. Ja, und ja. Da haben wir uns auch gefragt, wo sind wir da? Also wie weit ist die Schwelle bei uns, dass es wirklich umkippt? Und dann sagen, und dann wir sehen können, okay, wenn du diese Story erzählst, eigentlich haben wir gar nicht an sowas gedacht, aber dann herrscht das ja schon bei uns. Nur sehen wir es nicht. Oder es wird anscheinend nicht gefilmt. Na, es wird nicht gefilmt, genau, das hat er auch gesagt, ja. Nur weil damals mich niemand gefilmt hat, als mir das passiert ist, ja, ist es nicht bekannt.
ich habe jetzt die Möglichkeit, zu euch zu sprechen, aber vieles ist einfach im Verborgenen und die Betroffenen sind dann auch verschämt und traumatisiert und wissen alle dann, wen sie sich wenden sollen. Ich meine, es gibt eine Doku-Stelle für antimuslimischen Rassismus, die das versucht zu dokumentieren und das ist jetzt auch schon mittlerweile recht bekannt als Anlaufstelle, wo Betroffene hingehen. Und ich habe ja auch mit der Doku-Stelle, der Antidiskriminierungsstelle telefoniert vor der Kopftuchrede, um informiert zu sein, was da wirklich passiert. Und ich war ja deshalb so betroffen, weil ich davon nichts wusste vorher. Es ist so wichtig, die Arbeit von diesen Einrichtungen. Ich hätte ja mit 100 Kopftuch-Hijabis, Kopftuchfrauen einzeln sprechen müssen, damit ich diese Informationen erhalte, die ich von zwei Anrufen bekommen habe, mit den zwei Stellen. Ich habe auch mit Frauen Betroffenen gesprochen, aber konnte nicht mit Hunderten sprechen. Jetzt gibt es diese Stelle für Schwarze noch nicht. Also es gibt keine zentrale Stelle, die erstmal, es gibt keine Statistik, keine Zahlen für über Polizeigewalt gegen Schwarze. In Österreich gibt es einfach nicht, weil es diese Anlaufstelle noch nicht gibt. Angeblich ist sie gerade in Bildung, also das formiert sich gerade. Und es müssen auch Betroffene selber also entwickeln. In welches Ministerium fällt das, weißt du das, Justiz? Ja, Integration oder Justiz, aber bei der jetzigen Integrationsministerin mache ich mir keine Hoffnungen, dass die sowas unterstützt. Überhaupt nicht. Die Alma? Nein, Integration ist Susanne Raab. Ich hab Justiz verstanden. Alma Sadic würde das schon unterstützen, ja. Aber ich glaube, das ist eher Integration, ja. Wie würdest du sie bewerten, die Sadic, so als Ex-Kollegin? Jetzt? Ich finde, sie macht eine gute Arbeit. Ja? Also, ja. Ist jetzt nicht so mein Thema und ich verfolge es jetzt auch nicht so intensiv, aber mir gefällt so grundsätzlicher Auftritt ganz gut, ja. Also ich sehe sie oft bei Menschen, bei Besuchen in Justizanstalten und sie schaut schon, dass sie so weiterhin eine Ministerin, also Politikerin zum Angreifen ist und nicht in so einem Elfenbeinturm des Ministeriums verschwindet, das tun manche. Aber ich kann es noch nicht, kann man noch nicht wirklich sagen, sie ist ja noch nicht so lange im Amt, ja. Ich war halt gestern bei einer bosnischen Familie zu Besuch und die haben sie natürlich schon, das war für sie schon ein besonderer Moment, sicher. Natürlich, ja, klar. Ja? Ja. Nee, klar. Sicher. Gut, dass du das angesprochen hast, weil an sich, da haben wir sich schon ein paar Gedanken gemacht, weil es gibt ja immer wieder so Stimmen, zum Beispiel in Österreich, die meinen, dass das Ganze, was da in der USA passiert ist, kaum bis sehr wenig Bezug auf Österreich hat. Wobei wir da auf der anderen Seite dann sagen müssen, Rassismus ist halt nichts exklusiv made in America oder also weltweites Phänomen. Genau, ja. das Ganze herrscht leider global. Genau. Es gibt ja auch bei uns Gott sei Dank eben mit der Demo auch dagegen Stimmen. Wie es Sufjan jetzt auch noch erwähnt hat, wir in Europa mögen es sehr, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, aber vor der eigenen Haustür kehren, das haben wir nicht so gern. Wenn wir uns den letzten Jahrzehnt jetzt in Europa zum Beispiel anschauen, da gab es ja, werden ja die Stimmen immer höher, was Rassismus angeht, was Antisemitismus angeht, was Islamophobie angeht. Die Frage wäre dann so bei mir gewesen, was gibt uns die Gewissheit, dass wir oder dass ähnliche Taten nicht bei uns folgen können? Oder was gibt uns die Gewissheit, dass wir sagen, Rassismus ist keine akute Gefahr bei uns? Okay, das gibt es ja nicht. Die Gewissheit gibt es nicht. Also, ich habe jetzt ein bisschen Faden verloren bei der Frage. Die war zu lang. Ich glaube, es ist schon spät. Verkürzt. Entschuldigung. Ja, wir haben auch überzogen, um ehrlich zu sein. Was gibt uns die Gewissheit, dass wir hier den Rassismus in Griff... Sind wir hier vielleicht safer sozusagen oder sicherer als in Amerika? Ach so. Genau, kurz gefasst. Ja, definitiv. Schon? Da gibt es eine ganz kurze Antwort drauf. Erstmal haben wir bei uns einfach einen sozialen Wohlfahrtsstaat, der funktioniert. Ja? Der funktioniert im Großen und Ganzen. Deswegen ist die Schere zwischen Arm und Reich bei uns jetzt ausgeprägt. Und es wird bei uns jeder aufgefangen, mehr oder weniger, von einem sozialen Netz. Und in Amerika ist einfach... Und das inkludiert bei uns auch... Also Migranten jeder Herkunft, auch Schwarze, ja, sind in diesem Sozialstaat von Österreich einigermaßen sicher. Und wir haben auch eine geringe Kriminalitätsrate. Wir haben eine gute Kriminalitätsstatistik im Vergleich zu Amerika. Und in Amerika gibt es einfach mehr Schwarze, also der Anteil der Bevölkerung
Die Schwarze ist viel höher. Und natürlich gibt es die Geschichte in Amerika, ne, der Sklaverei und das unter Rassentrennung und des Bürgerkriegs und Civil Rights Movement. Also das ist eine, das ist eine Geschichte, die ist aufgeladen mit der Thematik Rassentrennung. Also dieser Rassismus ist wirklich seit Jahrhunderten ein Riesenthema, ne, diese Diskussion. Und bei uns ist er, existiert er auch, aber ich glaube, er ist viel importiert auch, ne, kulturell importiert aus Amerika. Europa übernimmt viele Trends, alles, also vieles von Amerika. Und von daher ist er vielleicht nicht so schwerwiegend und nicht so, geht nicht so tief in das gesellschaftliche Traumagewebe rein. Das ist bei uns der Holocaust. Ja, das ist bei uns in Österreich, in Deutschland, also das, was, ja, da haben wir einfach, glaube ich, geschichtlich andere Prägung, aber er existiert trotzdem. Also auch wenn es jetzt weniger betrifft, weil der Bevölkerungsanteil geringer ist und seltener was passiert, es passiert trotzdem, Markus Homophoma ist trotzdem passiert. Ja, man darf sie ja nicht immer vergleichen, ja, mit sagen, ja, anderen geht es schlechter, deswegen regt sich nicht auf. Ja. Nein. Oder der eine Redner heute auch hat er gemeint, so, ja, nur weil ich jetzt am Leben bin, soll ich meinen Mund halten und sagen, in Österreich geht es mir eh gut. Ich habe aber das und das und das und das erlebt, ja, in den letzten 20 Jahren in Österreich, weil ich schwarz bin. Also der Todesfall ist ja die äußerste Gewalteskalation gegen und in rassistischer Form. Also es beginnt ja viel, viel früher. Der Alltagsrassismus beginnt ja schon bei so harmlosen Fragen wie wo kommen deine Eltern her, wo bist du geboren, du sprichst so gut Deutsch, warum sprichst du so gut Deutsch? Oder in Clubs, wenn dann deine Haare angegriffen werden, ja, von Fremden einfach, das passiert Schwarzen immer wieder, okay, weil das so flaschig und lustig aussieht. Ja, es ist, aber ich kenne das, gell? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Na, wirklich, ich kenne das aus so beim Fortgehen, früher, als ich jünger war, ist mir das oft passiert, dass Leute so ein bisschen betrunken sind und so ein bisschen und irgendwie so ganz begeistert von meinen Haaren und so einfach reinfassen. Und das passiert Menschen mit glatten Haaren nicht. Das passiert aber Schwarzen. Ja. Okay. Das sind ganz kleine Beispiele, da fängt es an, ja? Ja, klar. Das sind Grenzüberschreitungen, wieso kannst du das machen einfach, ja? Ja, es liegt noch viel Arbeit vor uns, glaube ich. Also. Aber es passiert auch viel. Es passiert viel jetzt gerade Sensibilisierung und Aufklärung und gerade die jungen Menschen sind sehr solidarisch. Und es ist ja, unsere Jugendkultur wird immer globaler und bunter und offener und ja. Dann vielleicht eine Schlussfrage, die hoffentlich positiv endet für die Zukunft. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Voll. Okay, gut. Total. Ja, wir haben ein bisschen... Wien ist aktuell eine bunte, offene, friedliche Stadt. Das hat man halt auch gesehen. Okay. Wir müssen es halt verteidigen. Und wir müssen die Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Und dann nochmal für mehr Zusammenhalt sorgen und mehr Solidarität und mehr Gerechtigkeit und die Rechtspopulisten in Schach halten. Und die Verteidigung von Minderheitenrechten zu einem Trend machen und eben ganz entschieden gegen Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit auftreten. Aber mit positiver Grundstimmung. Ist da noch hinzuzufügen? Ja. Gut. Das war's auch schon, oder ja, recht spät, je nachdem. Ich denke, einige Themen waren recht interessant. Wir haben leider ein bisschen überzogen. Einige waren interessant. Naja, ja, je nachdem. Der Großteil war fad. Nein. Soll jeder für sich selbst entscheiden. Und hoffentlich sehen wir euch das nächste Mal. Einen schönen Abend wünsche ich. Danke, Martha. Ciao. Ciao.